Ich hole mir bald eine neue Nummer. Ich habe halt früher, wie gesagt, viel gekifft, aber ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Das sind weiße, blonde Cis-Männer unter sich. Oh, Style und Junge, das Geld. Junge. Wir haben euch aufgerufen bei Instagram. Och, Dicker. Kurze Frage, kurze Antwort. Vereinbart. Levun schreibt, worauf kommt es an? Im Endeffekt ist die Frage, woran hat es gelegen? Und das ist auch die Antwort. Fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Hajo, woran hat es gelegen? Wie stehst du zur zivilen Seenotrettung? Das ist offensichtlich eine gute Sache. So, also generell Seenotrettung, Sea-Watch, auch sehr unterstützenswert. Ich habe schon was gespendet, spendet auch an Sea-Watch. Und zivile Seenotrettung ist natürlich, also alle Länder, die irgendwelche Strafverfolgung gegen Leute einleiten, die irgendwie zivile Seenotrettung betreiben, sollten sich schämen. Das ist das Allerletzte. Ja. Ihr könnt auch nicht nur an Sea-Watch spenden, auch an SOS Mediterranee oder an... Ja, es gibt ja tausend solche Organisationen, Jugendrettet spendet so an die, Shoutouts. Unterstützt. Erzähle laut und deutlich den politisch unkorrektesten Joke, den du auf Lager hast. Alter, kommt in mein Programm, das ist ein einziger politisch unkorrekter Witz. Schlau. bist du beleidigt, wenn dich jemand Komiker nennt? Das ist mir vollkommen egal, ob mich jemand Komiker nennt. Ich sage immer den Witz hatte ich schon im letzten. Meine Lieblingsfrage auf jeden Fall bei diesem Format, was hat der mit Rap zu tun? Ich habe mit Rap gar nichts zu tun. Ich bin einfach Hip-Hop-Fan, seit ich 12 bin und habe lange Breakdance gemacht. Das ist so meine, ich bin Teil der Elemente DJ Kool Herc, yo. Wer zur Hölle ist Felix Lobrecht? Ja, das ist eine gute Frage. Ist ein aufstrebender Komiker. Warum macht jetzt eigentlich jeder C-Promi einen Podcast und warum ziehst du damit? Ich habe angefangen, da war ich noch D-Promi und Gemischtes Hack, Bestes Hack habe ich auch gerade gekauft, ist Number One in Germany. Hast du dich zum C-Promi hochgearbeitet mit dem Podcast, wa? Klar. Hat der wirklich eine Taube angezündet? Klar. Googelt mal regionale Nachrichten aus Mainz. Hat er eigentlich jemals in seinem Leben trainiert? Bin bei mir nie sicher, ob er trainiert ist oder einfach nur leicht fett mit einer guten Körperfettverteilung. Strong. Gäbe es für dich einen Anlass, dass du mal wieder kiffen würdest? Oder ist das Thema für dich komplett durch? Nee, das ist für mich komplett durch. Ich habe so viel gekifft in meiner Jugend, dass ich nie wieder kiffen kann. Und ich habe neulich darüber nachgedacht, dass es voll schade ist, weil selten kiffen eigentlich geil ist, glaube ich. So vom Dings her. Don't do drugs, aber es ist, glaube ich, geil. Ja, so das Genusskiffen, ne? Aber da geht ja, so dieses, verloren. Wenn man einmal auf dem Daily-Film war, dann kommt man einfach nicht zurück. Ich habe einfach, es ist so wie alles im Leben, ich habe zu spät aufgehört. Weißt du, ich glaube, du musst dann aufhören, wenn es noch geil ist. So, und ich habe halt aufgehört, weil ich völlig fertig war, nichts mehr mir merken konnte und dann so einen übelsten Absturz auch noch hatte. Also alle Assoziationen, die ich mit Kiffen habe, sind negativ. Wann hast du aufgehört? Boah, vor 12, 13 Jahren. Bui. Ja, das ist schon ewig her. Also es ist auch mit 18. Ja, genau. Es ist auch früh angefangen. Ja, 12 oder 13 das erste Mal gekifft. Ja. Oh, krass. Berlin, Alter. Das habe ich mit Hip-Hop zu tun. Ja, jetzt kommentieren wir Kommentare, beziehungsweise wir müssen rauskriegen, welcher dieser Kommentare auf unser letztes Interview wem gilt. Also ihm oder mir. Mhm. Und die Auflösung erfahren wir hier nicht, aber die blenden wir ein. Und vielleicht wird es dann dadurch witzig. Ich vermute nicht übrigens. Der sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus Podolski und Farid Bang. Ja, ich schätze, damit bin ich gemeint, weil ich voll oft höre, dass ich aussehe wie ein deutscher Farid Bang. Finde ich aber überhaupt nicht. Ne? Also gar nicht. Ah, ein bisschen. Aber wo denn? Also was ist denn die Nase? Weißt du, ja, das, ja, so ein bisschen Boxernase. Ist ein paar Mal durch gewesen? Ja, Nase? Klar. Ja? Ich glaube viermal, dreimal. Dreimal? Drei, viermal, ja. Oft. Street Fighter. Oder Training? Beides. Aber es ist ja kein Street Fighter, ich habe halt auf die Schnauze bekommen. Wie ein Opfer. Hier oben habe ich auch noch so einen Ditch. So. Also, ich habe auch manchmal gewonnen, aber ich habe meistens nicht gewonnen. Ich verstehe das nicht. Warum diese Adolf-Frisur? Ja, ich bin jetzt wieder länger unterwegs. Ich glaube, das warst du, aber... Aber ich kann auf jeden Fall, den Adolf kann ich auch spielen. Ja, ich glaube auch, dass du gemeint bist. Und witzigerweise, heute auch schon wieder und beim letzten Dreh auch, immer wenn wir was zusammen drehen, ist mein letzter Friseurbesuch zu lange her. Mhm. Ich finde, meine Haare sind schon wieder ein bisschen zu lang. Ich fand sie auch in dem anderen Video ein bisschen zu lang. Und deshalb glaube ich, dass nicht ich der Adolf bin. Könnte sein. Aber nee, beim letzten Mal war ich nicht so Adolf-mäßig. Aber egal, wir haben beide das Potenzial dazu. Ja, ja. Ich finde das auch einfach eine stabile Frisur. Ja, mega. Also man kann ja über Hitler sagen, was man will. Aber die HJ hatte Style.
Ja, ja, das sind weiße, blonde Cis-Männer unter sich. Oh, Style und das Geld. Junge, jetzt, da wird es in den Kommentaren abgehen. Ich sage dir, da rufen mich wieder Leute an und sagen, ey, das kannst du doch nicht sagen und wer bist du überhaupt und was fällt dir ein? Aber ich richte eine neue Nummer, eine neue Nummer, eine neue Nummer. Er sieht ehrlich gesagt aus wie ein Soziopath. Du auf jeden Fall. Ja, ich habe ja. Hab so einen starren Blick. Ne? Ja. Ja. Würde das kam ja trotzdem mal zu schnell, so dieses Du auf jeden Fall. Das ich sehe doch nicht aus wie ein Soziopath, Alter. Du siehst aus wie ein Hitlerjunge. Ja gut, ist das soziopathisch? Je nachdem, in welchem Stadium. Würde ich mit so einem Berliner Akzent sprechen, ich würde mir direkt die Kugel geben. Ja. Ja, würdest du mit deinem Akzent so in Berlin sprechen, würdest du eine Kugel kriegen, Alter. Ich habe selten so einen Müll anhören müssen, das so unlustig ist. Ja, okay. Ja, aber wahrscheinlich bin ich gemeint. Sorry. Sorry, Bro. Richtig unsympathischer Crystal Meth Ossi. Ja, ich bin West-Berliner, also du bist aber auch aus Westdeutschland, oder? Ja, ja. Also keiner von uns ist Ossi. Schlecht redaktiert. Ja, schlecht kommentiert, muss man sagen. Schlecht kommentiert und redaktiert. Mann, ist das ein Langweiler. Mega schlecht. Da sehe ich dich. Weißt du? Die Zuschauer dieses Videos können ja die kommentierten Kommentare kommentieren und selber schätzen. Ihr könnt die quasi durchnummerieren. Ja. So, und dann blendet ihr eine 1 ein. Ihr könnt unter das andere Video gehen, wo es irgendwie 1000 Kommentare gibt, die Dinger raussuchen, nochmal durchlesen, euch eine eigene Meinung bilden und dann wiederum auf das andere Video in die Kommentarspalte kommen, um da eure Meinung abzugeben. Das ist so Inception-Shit. Warum ihr das machen solltet, weiß ich nicht, aber macht's, weil Kommentare sind gut für den Algorithmus, für die Watchtime, für die Impression Rates und so weiter. Aber gut, wer keinen Anspruch hat, der wird hier natürlich vollends bedient. Oh ja, der hat auf Facebook einen Hund als Profilbild. Meinst du? Safe. Der hat einen Hund als Profilbild und als Hintergrundbild so zwei Tiger in einem Artwork und wählt die AfD. Ja, das, weil er hat Anspruch. Ja, nee, es ist so diese, das ist so dieser Sprech. Dieser Trollsprech. Ja, dieser Wutbürger, so, ja, gebührenfinanzierte Scheiße-Sprech. So. Felix Traum ist sein Username. Kann man eben mal erwähnen. Ah, ja. Was für eine Scheiße, ich konnte mir das nicht zu Ende anschauen, ist ja grauenhaft. Ey, so scheiße war das Interview auch nicht, Alter. Ey, Leute, habt ihr euch mal die Impression Rate durchgelesen? Ja. Die Watchtime Rate, sag mal. Das ging durch die Decke. Leute, ich feiere diese Klicks, ich feiere diese Likes. Was für eine Scheiße. Achso, nee, hatte ich schon. Lothar Matthäus. Ja. Das ist der beste deutsche Part ever. OMG, ist er cute? Ja, da sehe ich schon nicht. Du sahst ein bisschen fertig aus. Ja, stimmt. Guck mal, ich habe jetzt auch sie. Voll viele Leute haben deinen Pulli, den du da anhattest, gefeiert. Ist das irgendwas, was ich nicht kenne? So? Was war denn das? Das ist ein Bulldog oder so. Bulldog, ja, weil ich habe mal so eine Kifferdoku gemacht in Amsterdam und seitdem ist immer so, aha, wie der Bulldog, Ehrenmann. Ah, ja. Auf den. Hashtag Ehre. Hashtag Ehre. Der schmatzt immer so mit den Lippen beim Reden. Irgendwie eklig. Ja, das bin auf jeden Fall ich. Ja. Warum? Leute, ja, da können wir jetzt nämlich einen schönen Zirkelschluss stattfinden lassen und du darfst live dabei sein, Hubi. Dadurch, dass meine Nase öfters gebrochen war, ist meine Nasenscheidewand extrem schief. Mhm. Und ich kriege krass schlecht Luft durch die Nase. Mhm. Deshalb atme ich immer durch den Mund. Deshalb ist mein Mund öfters trocken. Ah, und dann muss man nochmal nachfeuchten. Genau. Mhm. Nochmal zu deiner Nase, das ist auch der nächste Kommentar, der kokst doch safe. Nee, ich habe tatsächlich noch nie Drogen genommen. Also ich habe halt früher, wie gesagt, viel gekifft, aber ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Ne? Noch nie geguckt? Nee, gar nichts. Ich hatte immer vor allem anderen zu viel Respekt. So. Ich habe auch irgendwie ein paar Leute gesehen, die halt wirklich, mit denen ich zusammen angefangen habe zu kiffen, die dann wirklich so richtig hängen geblieben sind, so, wo ich tatsächlich auch richtig klischee-mäßig einen hier neulich durch Kreuzberg habe laufen sehen, irgendwie so völlig fertig zerschossenes Gesicht, so Pfandflaschen gesammelt. Ich habe nie Drogen genommen, ich habe immer zu viel Respekt vor. Krass, jetzt Street Credibility natürlich voll verloren. Jetzt verloren. Auf die Schnauze bekommen, keine Drogen genommen. Mein Gott, was bist du für ein Berliner? Was machst du hier? Was hast du mit Hip-Hop zu tun? Ja, genau. Aber habe ich auch schon mal gesagt, ich habe auch noch nie gekokst, Alter. Ich glaube, dann würde ich noch verrückter werden, als ich ohne schon bin. Ja, oder? Ich weiß nicht. Ich brauchte auch gar nicht so ein Ding draus machen, als wenn es jetzt irgendwie krass wäre. So. Ich habe mich einfach selber kennengelernt und ich weiß, dass ich extrem suchtanfällig bin und ich bin extrem maßlos. Mhm. So. Und ich fange einfach dann Sachen, wo ich, wenn ich kokse, würde ich der übelste Kokser werden. Ja. Wenn ich es einmal mache, safe. So, es würde mein unnötig großes Ego einfach ins Unermessliche steigern. Ich würde mich fühlen wie Herkules. So. Deshalb mache ich es gar nicht erst so. Ich fühle mich auch so wie Herkules. Ich spiele vor 12.000 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena.
Komm zu meiner Show mit Dirk Kräuter. 12.000 Euro. Euer, das charakterprägende Seminar. Euer Bossgebot. Ja. Yeah, yeah. Hab mir das halbe Video angeschaut, aber auch nur, weil er hot ist. Ja, das bin ich. Und immerhin, das ist eine Impression Rate. Das ist eine Impression Rate, ja. So. So ein und Comment. Der Kommentar-Algorithmus, du hast alles richtig gemacht, Baby. Ja. Wie die Humor. Einfach mal was Sexistisches sagen. Oh, jetzt, das ist der letzte Kommentar. Wie diese humorlosen Deutschen mit der Brechstange einfach lustig sein wollen. Damit bin wahrscheinlich ich gemeint. Nee, Plural. Wir beide. Ach so. Die humorlosen Deutschen. Die Panzerknacker eures Vertrauens, Alter. Ja. Aber mit der Brechstange hat es ja funktioniert bei dem guten Mann. Von daher, kommentiert euch weiter mal die Finger wund. Das war es. Und jetzt kommentierte Kommentare kommentieren. Hubi vor Grimme-Preis. Make Deutschland great again. Hitlerjugend. Und kauft euch Tickets für Hype. Hatte Tschüss. Tschüssi.